Kathi Hendrich, wir sind hier heute in Köln nach dem Spiel gegen Frankfurt. Was hat es gegeben heute? Ja, wir haben uns heute, denke ich, ein 2:0 hart erkämpfen müssen. Die Kölner standen relativ tief. Deswegen haben wir uns auch gerade, was die Chancenverwertung angeht, ein bisschen schwer getan. Aber ja, letzten Endes zählen die 3 Punkte, die haben wir heute geholt und deswegen sind wir auch zufrieden. Ja, und auch wieder mit einem 0 hinten? Genau, ja. Also bisher haben wir es geschafft, in der Saison immer zu 0 zu spielen. Im Pokal auch und ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen und es ist, denke ich, auch wichtig für uns, dass wir hinten immer sicher stehen, damit ja, vorne unsere Stürmer auch die Sicherheit haben und ja, aber ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja. Dann in Mittwoch, Sie spielen in die Champions League. Sie haben schon die Champions League gewonnen letzte Saison in Berlin. Wie war das Gefühl? Ja, es war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl damals für uns. Ja, und jetzt fängt es aber von null an wieder, also es geht wieder von vorne los und deswegen gehen wir da wieder voll konzentriert an die Sache ran und ja, in Lüttich starten wir jetzt wieder in die neue Champions League Saison und da hoffe ich natürlich, dass wir auch mit einem Sieg wieder in die Runde gehen. Ja, Sie spielen gegen Standard Lüttich, belgische Mannschaft. Es ist die erste offizielle Spiel, ich denke, dass Sie in Belgien spielen. Ja, so viel ich mich erinnere, ist das erste offizielle. Ich habe schon mal, glaube ich, mit Leverkusen 2 Freundschaftsspiele, unter anderem auch gegen Standard in Belgien, bestritten. Ja, ich freue mich gerade auch deswegen, weil es auch nur 20 Minuten von meinem Geburtsort entfernt ist, natürlich sehr auf dieses Spiel. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das für uns positiv gestalten werden. Und man spielt in das große Stadion von Lüttich auch? Genau, ja, habe ich gehört. Und das natürlich auch nochmal. Ja, was Zusätzliches, worauf man sich auch noch mal umso mehr freut. Ich hoffe, dass es auch entsprechend noch mehr Zuschauer kommen, aber da bin ich eigentlich auch guter Dinge. Ja. Und dann schon nächste Woche haben Sie auch ein Topspiel gegen Wolfsburg in der Bundesliga. Wie sieht man das? Ja gut, also das ist eigentlich unsere Devise, dass wir mal von Spiel zu Spiel erstmal schauen. Jetzt das nächste Spiel ist Lüttich, darauf konzentrieren wir uns jetzt voll und ganz und danach ist erst wieder Bundesliga angesagt, aber ja, wie gesagt, erst nach dem Spiel dann in Lüttich. Okay, danke schön dann und viel Spaß in Lüttich. Dankeschön. Danke.